So trat nur hinein, werde nicht die Letzten sein, wenn die einmal ins Trinken kommen. Ist doch ein guter Herr, was der für die Gäste springen soll. Ja, so, das ist nur für die Gäste gehört. Er trinkt schon selber sein Honigis Quanto. Und ist doch immer so übel aufgelegt dabei, unbegreiflich bei dem Wein. Das versteht ihr nicht, er hat ein zerrissenes Gemüt, darin der Wein durch und jetzt schaut aber zum Servieren. Ein zerrissenes Gemüt ist nicht gewöhnt. Wird nachher herauskommen die ganze Gesellschaft, und der Herr sieht, dass der Balkon noch kein Geländer hat. Da krieg ich wieder die Schuld. So einen Herrn zu machen. Ja, glaubt er, da muss sie an. Was wollt ihr denn ein? Ein eisernes Geländer biegt man mit Heftwasser an. Was glaubt denn, da muss sie an. Und wie man das macht, was glaubt er denn? Man darf hier tut aus, nicht knopft ihr denn? Warum nicht? Was ist so lassen wir es derweil stehen bis später. Thank you.
kommt denn die Jungfrau Kathi daher? Um eine Zahlung handelt sich's, der gute Herr von Lips. Er hat mich aus dem Topf gehoben. Das kann so schwer nicht gewesen sein. Verschwunden im Ver-
alles klar. Ich hab's gesucht, ich hab's gemeldet. Alles umsonst. Ich hab mein Schlossergewerb verkauft und bin trotz noch am Leben. Das war aber auch ein Gedanke. Nach 4 Monaten das Geschäft zugrundgegangen. Und ich hab müssen aus der Schlossachse gehen. Das ist der vollständige Verlauf. Zweifel etwas Schreckliches. Und der Reichtum auch ein ödes, abgeschmacktes Leben. Wie verbringe ich die Zeit mit Liebesabenteuern? Da muss ich lachen. Für einen Reichen bestehen keine Liebesabenteuer. Freunde, den warmen Anteil, den Sie nehmen, wenn's bei mir ist, das heißt Sie Mitgefühl, wenn's mit mir jetzt gleich einen Blutstoßel kriegen. Ich bin wirklich ein beneidenswerter Kerl, nur schaut, dass ich mich selber gar nicht beneid, dass ich mich selber nicht beneid. Aber Herr Bruder, aber Herr Bruder, sag doch, Herr Bruder, was ist mit dir? Was? Die Gesellschaft wird immer lauter, immer lauter, immer lauter, immer lauter. Du wirst immer stiller. Aber Herr Bruder, sag, was ist mit dir? Sag's, sag's. Sie sollen sich trösten, frei. Ich hab keine Freude mehr dran, wie ich noch 20 Jahre alt war, damals, damals, ja, damals, damals mit 20 Jahren. Aber jetzt lass dir nichts träumen, lass dir nichts träumen.
sagen mir's, dass es auf die Neid geht. Ich mein, die wachen Träume, die jeder Mensch von geh auf Reisen, geh auf Reisen. Sag in Land, wo ich was Neues seh, führ mich auf einen Gletscher mit schwarzem Schnee und glühenden Eiszapfen segel wie in einen Weltteil, wo das Voides grün lila vor mir ist. Aber, Herr Bruder, jetzt weiß ich das Rechte. Eins ist mir noch neu. Der Ichtan. Der Ichtan, das ist, glaub ich, wenn man heirat. Wie ist das möglich, wenn ich so habe ich schon 100 Tage gewählt. Und will ich dumm, so haben schon Millionen Leute so gewählt. Aber wenn ich, ja freilich, ich hab's, was? Die originelle Wahl, ich treffe eine Wahl, ohne zu wählen. Fremde Frauenzimmer, welches mir heut begegnet, wird meine Frau. Bist du toll verrückt, bist du besessen, bist du toll. Die mir begegnet. Ich sag euch, Freunde, ich spür jetzt schon die heilsame Wirkung von diesem Entschluss. Die Spannung, die Neugier, die Spannung. Wer wird die Erste sein? Wer? Frau von Schleier wünscht ihre Aufwartung zum Morgen. Schicksal, du hast gut pausiert, du fäust das Tempo ein. Sie hat gesagt, sie möchte unbekannterweise die Ehre haben. Wer ist sie denn, diese Unbekannte? Sollt mich nicht wundern, wenn ich's nicht kenn. Sie hat heraus ihre Sommerwohnung in der Feldgasse. Das ist egal, nur herein, sie ist willkommen. Sehr wohl. Heut, du musst erst fragen, ob sie Witwe ist. Sehr wohl. Wohlgemerkt, nur im Witwenfall. Verhängnisvolle hinüber. Am End, richtig, sie kommt, sie ist also meiner Seele. Geht's jetzt, meine Freunde, lasst mich mit meiner zukünftigen allein. Du wirst doch nicht des Teufels sein. Von ihr gewähr ich auf alle Fälle. Gott, nein! Das ist ein Problem. Das ist Sinn für das alltägliche Rindfleisch des Lebens. Die verwitwete Frau von Schleier, unendlich erfreut. Herr von Lü- Es wird erglüht und wohl
allerdings einen wohltätigen Zweck. Denn zu fern als das Vergnügen wartet ich auf den Menschenweg. Und insofern der Ballertrag wohltätig auf die Finanzen der Ballgeberin wirkt. Herr von Lips, mach den Spaß mit einer Witwe, die im Drange der Verhältnisse. Haben Sie so viele Verhältnisse? Nie hätte ich den Schleier nehmen sollen. Also unglückliche Ehe. Ein alter Streich und Projektenmacher, ein alter Streich und Projektenmacher. Sie glauben nicht, wie der mich hinters Licht geführt hat. Herr von Lips müssen wissen, dass ich in der Stadt eine Bootshandlung gewesen bin. Page gekommen. Mit einem Wort, sie waren geblendet. Wir kommen aber ganz vom Ball ab. Hier habe ich die Ehre, ein Billett. Der Preis ist 5 Gulden. Ich hab nicht gewechselt. Madame Schleier müssen schon gütigst diesen 100er annehmen. Ausgeben haben. Mein Kompliment, aber heut, ich vergaß ja ganz, dass sie meine Braut ist. Ich bitte, Madame, haben Sie Güte auf einen Augenblick. Sie kommt zurück. Ich habe gerufen, ich hätte vielleicht herausgeben sollen. Oh nein, das war's nicht. Oh, dann wünschen Sie vielleicht noch ein Billett. Nein, das ebenso wenig. Ich verstehe Ihnen nicht. Werd mich gleich ganz verständlich machen. Ich hab Ihnen zurückgerufen, weil ich mich auf ewig mit Ihnen verbinden will. 5 Gulden kommen aufs Ballbillett, 95 auf den Spaß, den Sie sich machen, das kann man sich schon gefallen lassen. Ich mach aber ernst, und das ist eigentlich der Hauptspaß. Ich trau meinen Ohren nicht. Ich weiß nicht, träum mir oder. Spielen Sie mir jetzt die Komödie vor, als ob ich mein Reichtum, sondern meine liebenswürdige Persönlichkeit Ihren Entschluss bestimmte. Ich muss
später, später. Jetzt hab ich durchaus keine Zeit, geh nur, Kind, geh. Ich geb ihm Bedenkzeit, aber nicht mehr als eine Viertelstunde. Was kann man eine Viertelstunde denken? Und ist mir der Mutter nicht zu danken? Das Blut trägt sich zum Herzen, gerade im Stocht, in einer Viertelstunde, Leben oder Tod. Wir sehen uns zum ersten Mal. Ich bin verliebt,
Thank you.
Sie, liebenswürdige Mathilde, die Abendluft ist weh. Auf unseren Freund, seine Braut, müssen wir ja weiter nicht schauen. So geht ich. Was macht denn das Geschöpf für einen heillosen Rumor? Ich werde schauen, was mit meinem Geld und dem Heulhaus das steht jetzt nicht an. Das Land kann sich erwarten.
Ach, Tag, sagen Sie, zu was? Es wäre traurig, wenn man einen Geniestreich nicht in 24 Stunden zusammenbricht. Morgen muss die Hochzeit sein und heute noch die Hoffnung, 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 Hoffnung,
Ist der Klerker schon gemäht? Was? Ist der Klerker gemäht? Was? Der Klerker ist schon gemäht. Halt, 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 alles geht halt. Wir können uns auf morgen abhalten. Halt, ich werde dich gleich umbringen. Gestern, 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 gestern hätte schon zum Geschehen sein. Gestern. Ich sei aufgeschubbert. Was? Ich sei aufgeschubbert. Das ist just gestern hätte es geschehen sein sollen. Gedroschen muss auch werden. An! Auf weh, mein Kopf, auf weh, auf weh, auf weh, mein Kopf. An euch soll man denken. Die Drescher sind kommen. Sie werden noch beim Frühstück sein. Die Drescher sind kommen, sonst bring ich's auch um. Und du kommst wieder kornig vom Fleck. Rühr dich, lustig!
der Welt. Ich bin ja kriminalisch, zwar Zeugen. Meine Gesellschaft hat's Fenster aufgerissen im Billardzimmer. In dem Augenblick, wie ich auf dem Balkon zum Schlosser gesagt hab: Wort, Kerl, freu dich! Wort, Kerl, freu dich, liegt scheinbar vorsätzlicher Mord. Das Wort, Kerl, freu dich, bricht mir's Knack. Er hat einen denn gerettet. Ich selbst, ich bin ans Land geschwommen. Aber jetzt erst, seit ich im Trocknen bin, fang ich an unterzugehen. Ich hab zwei, drei Freunde, das sind treue Freunde, die drei. Ich werd ins Ausland flüchten. Gott, wenn ich jetzt eine Millionärin wär, aber ich hab nix, gar nix. Sag deinem Vetter, du kennst mich und leg ein gutes Wort ein, dass er mich in Dienst nimmt. Der Vetter Gratkopf. Jetzt, Katerit. Kaffee, mein Kopf, Kaffee, Trint, Kathi, schon auf. Wer ist denn das? Er ist, ich trau mir's nicht zusammen. Woher kennst du ihn denn? Ich kenn ihn aus der Stadt. Aus der Stadt? Der Bursche schaut mir so ungeschickt aus. Versteht er was? Kann er ordentlich ordnen? Er hat Erkenntnis vom Viehstand. Ob der Steufel drum kommt? Nehmen's nur, Herr Vetter. Was er nicht kann, wird er schon noch lernen. Freilich bedenken's nur meine Jungen. Ja, meinetwegen, probieren will ich's mit ihm. Er kann mir kein Dreschen mit Höfeln. Lass es auf Rohrstück bringen. Er mir wird das Korben und noch ergissen. Er geht jetzt auf der Stelle zum Herrn Justitiarius. Und sagt er, ich muss fragen, ob die Herren schon da sein und bis wann er mit ihnen herkommen wird. Was denn für Herr? Wie ging das was an? Tu er was an im Schaf? Hör die Führer bis ans Eck, noch alles im Samthaus zeigen. Wenn's mich erkennen auf dem Amt, aber was ist in ihrem Haus für Zuckert, die Türen schließen zu schlecht. Was wären denn das für Heiligkeiten? Ich hab's reiß, mein rechter weißer Zahn ist den ewigen Zuhörstand. So, Kathi, jetzt gehen wir. So ein Weg ist mir noch nicht vorgekommen. Hau weh, mein Kopf! Krautkopf! Krautkopf! Was ist das für ein Kopf? Der meinige. Lauthammer! Ein Kopf, den's Gericht gleich beim Kopf nehmen wird. Brierdel, versteck mich! Ich hab glaubt, du bist der Sofren. Nicht ich, der Herr von Lips. Ich hab glaubt, oder zwei. Das Gericht weiß das besser. Da sind die lippische Diener an mir vorbei mit den Worten. Er ist tot, er ist tot. Man hat einen Preis auf meinen Kopf gesetzt. Im Grund zu den Sinnen glauben, dass du mit Vorsicht... Nichts Vorsicht, ich muss verstehen, was ein Unabnagelsblender ist. Ha, da sind sie, Ketten, Schwicke, Ungericht. Wer? Es ist nichts, mir war nur so. Ich krieg für nichts Herzklopfen, erst wenn du mich noch mal so erschrickst. Versteck mich, und wenn's dein Tod wär, du bist mein Freund, du musst mich verstecken. Wenn ich nur wüsst, wo, wer kauf jetzt, hier sind zwei Freundchen, siehst alles eins in welche du hin und
geht schon aus Weiterkunst. Das ist eine gute Kommission. Auwe, mein Kopf! Ich bin ein ganzer, jetzt darf man's sagen, und ich muss mir das alles anhören, als ob ich's gar nicht wär. Früher haben sich verstellt, und jetzt muss halt ich mich verstellen. Einem sowas wie mir jetzt geschieht, da kriegt die Welt plötzlich ein ganz anderes Gesicht. Die Leute reden die Wahrheit ganz ungestört, weil's glauben, dass man selbst nimmer dazu gehört. Ja, ja, liebe Leitung, sie ist ein wahrer Verdruss, was so ein Toter sich alles anhören muss. Aber wenn's einen auch ärgert, interessant ist es gewiss, dass auf einmal jeder so ist, wie er ist. Da zeigen die Menschen ihre wahre Natur, sich so zu verstellen. Na, da
gehört was dazu. Der Reichtum, der macht einem fühllos und blind, dass man Menschen, die einen gern haben, nicht sucht und nicht findet. Jetzt scheint mir die Kathi so lieb und so schön. Ich versteh gar nicht, dass ich's nicht längst gesehen. Am Ende ist so alles zum Besten gelenkt. Das Geld ist beim Teufel, die Liebe ist mir geschenkt. Und gerade in diesem fatalen Moment darf ich nicht sagen, wie heiß sie in mir brennt. Füß ich jetzt mir einen Ausweg nur, ich muss mich verstellen. Da gehört was dazu. Bitte, bitte, untertänigst meine niedrige Wohnung zu beehren. Wir werden sie nicht lange inkommodieren. Nach nunmehr gepflogener Besichtigung des Schlosses wolle es den verehrlichen Pleno Titolo Herrn Ern, des verewigten Herrn von Lips, beliebsam sein, zur Beaugenscheidigung der Pachthöfe zu schreiten. Hey, Steffel! Was schaffen's? Pächter Krautkopf, ihr könnt den morgenfälligen Pachtzins sogleich an die laut hier in Händen habenden Testament die neuen Gutsherren Stiefler, Spurner und Wichser pleno titulo erlegen. Lest hier den Paragraphum primum. Ich bin nicht böse darüber, dass er das Hoffen ist. Ich bin nicht böse, sein Spät war unerträglich. Ich bin nicht böse, was ersoffen ist. Sein Spät war unerträglich. Die passendste Grabschrift, die passendste Grabschrift, die passendste Grabschrift für ihn wäre. Er war zu dumm für diese Welt. An dem Tag, wie ich mich hab erschießen wollen. In der Lustigste vom Ziel. Ich kann nicht! Mein Weisheitszahn zeigt sich immer miserabler. Also vor es, also vor es, ziehen wir uns alles an. Hört ich für die Herren, ich werd untertänigst folgen. Was heut an der Maul auf den Fein? Ich hab nur... Marsch, begleite die Herren! Aha, da liegt das Testament. Juni. Am 20. bin ich ins Wasser gefallen. Das stimmt. Punktum. Jetzt ist mir's leichter. Gemeiner Mensch, verstanden. Wir haben die Pläne und die Tonor.
Ei, was? Wir wollen sehen, ob nicht vielleicht ein Paragraphus Testamenti, die in Rede stehen, den Pausablistis entscheiden. Meinetwegen, Schauenstaub, was war das? Sag ich gleich! Sonderbar! Diesen Artikulum habe ich doch früher gar nicht bemerkt. Wenn es dem sämtlichen Eignoren jetzt gefällig ist. Was ist denn, was ist Sarius? Hier steht ja ein förmlicher Widerruf des Testaments. Widerruf, Widerruf, Widerruf. Eigene Handschrift des Wohlseligen, unterzeichnet den 19. Juni, alles richtig. Da es möglich ist, dass ich morgen mein Grab in den Wellen finde, so erkläre ich hiermit obiges Testament für null und nichtig und ernenne zur Erbin meines sämtlichen Vermögens, sowohl im Baren wie in Realitäten, meines Pächters Peter Krautkopf-Nichte, Katharine Walter. Die Karte! Was für eine Karte! Die Party! Die Karte! Und können wir nicht prozessieren? Der Widerruf ist rechtskräftig. Schon viele Vettern haben ihre Mohmen geheiratet. Kati! Da bin ich schon, Herr Vetter! Reißendes Weh! Sehr Kati! Bring's den gnädigen Herrn mit auf das Wohl der schönen Kati! Ich weiß gar nicht, was die Herren alle wollen. Sie wünschen Sand und Sohn, dass die reitende Pläne und die Toluniversale des Herrn lieb zu ehelichen. Er ist universal, Erwin! Du, meine Kati, du! In den Burschen verliebt zu sein. Wo ist der Steffel? Ich hab ein Haus mit ihm lieb zu vertreiben. Wo steckt denn der Kerl? Über ihn hervollen, erkennen Sie ihn, und er ist verloren. Den Steffel aufgesucht. Halt, halt, meine Herren! Wo ist der Steffel? Herr Glück,
Wenn du's nur gescheit findest, das ist ja sehr schmeichelhaft für mich. Jetzt muss ich Ihnen gleich meinen Plan anvertrauen. Hast recht, vertrau mir's heut an, dass der Vetter Graubkopf noch halbwegs ein Mann ist, dem man halb aus Neigung, halb aus Dankbarkeit für ein Ganze nehmen kann. Und weil halt, und da schon einmal, warum traust dich denn nicht heraus mit dem Vertrauen? Anvertraut, schenk mir das angenehme Vertrauen. Unter welchem Militär steckt er? Wo muss er loskauft werden? Du bist Erwin, Vermögen ist da. Oder ist er desertiert? Wüsst ihm noch? Denn die ganze Welt ein schiefen Kopf. Nicht wahr, sie haben gehofft, dann müssen sie auch gemerkt haben, dass das nur aus Besorgnis um ihnen geschehen ist. Ja, ja. Aber nicht gemerkt. Es wird sein, Herr Güld, Herr Merk, er mit. Eine Bemerkung möchte ich für mein Leben gerne machen, aber... Ein Schädling zum Beispiel. Und ich... Und ich bemerke wirklich ein Klopfen. Einen wogenden, oh Gott, ich trau mir nicht aufzulösen diesen Rebus. In meine Jahr blamiert man sich so leicht und verschmerzt Blamage zu. Was ist denn das? Also, ihr habt sich entschlossen. Also, ihr
Bin ich in Wolken
entschwebt. Was ist das? Ein eiserner Ring? Das ist ja richtig eine Falltür da hinunter. Vielleicht kann ich mich da verstecken bis Mitternacht und dann Rettung, Freiheit, Kati. Da schaut schaulich aus. Was sein muss man sein? Ah! Ah! Höllengestalt! So hilft, so hilft! Satanas! Hat rum sein Geist. Steigt herauf, hinab mit dir! Fort, Abgrund, ich will dich lehren, Kobolde heraufzuschicken. Haben wir nicht auf der Oberfläche so schon schauerlich ein Überfluss? Mich prägt die Art! Warte wieder, höllisches Gaukelspiel! Ich hab ja nur einen umgebracht. Ich muss heraus. Hinab mit dir, was tot ist, kehrt unter die Erde. Der ganze Erdboden ist unterminiert. Die Schlosser sprießen wie Spargel in Tö. Das hält aus, wer will. Meine Knie, meine Sinne, meine Kraft. Im Gegenteil,
verbockt. Prosit! Ich bin jetzt nicht mehr dein Nebenbuhler. Nimm deine Witwe samt einer reichen Aussteuer von mir. Die Aussteuer nehme ich, aber für die Witwe danke ich. Mir ist die ganze Mathilde lieb vergangen. Und in mir ist eine Kathi lieb erwacht. Jetzt seh ich's erst, jetzt seh ich's erst, dass ich nicht bloß in der Einbildung, dass ich wirklich ein Zerrissener war. Die ganze eheliche Hälfte hat mir Yeah.